Hey, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Scheiße. Die Schmiere klebt überall. Mein Gott. Wir wollten uns aufhängen. Allerdings. Oh Gott. Habe ich gerade tierische Angst dabei, entdeckt zu werden. Gib mir das. Kann ich dieses Ding nicht aufmachen hier? Nein. Oh Gott, unter dieser Lampe bin ich. Was ist das? Ach, das ist nur so ein... Kann ich hier hoch? Okay, kleinen Moment. Schnell speichern. Und... Ah. Okay, das ist ein Fehler im Spiel, glaube ich. Ah, da. Und? Schwermut ist überall. Neues Dokument. In Ordnung. Das war dann wohl doch kein Schalter. Und jetzt? Pause ist um. Machen wir uns wieder an die Arbeit. Hänge ich hier rum. Oh mein Gott. Gott, ich will das nicht. Ich gehe davon aus, dass ich hier rum muss. Kann ein Gebäude auch zweimal verlassen werden? Die Wache wäre jedenfalls ein guter Grund, es zu tun. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass ich hier noch nicht runterspringen kann und soll. Oh Gott, es wird dunkel. Oh ja, Gott. Wie bei der Hirschjagd auf dem Anwesen. Ich habe Angst. Oh Gott. Und Endstation. Ich will lieber ein bewegliches Ziel. Eddie Dobbs. Meisterjäger. Meisterjäger. Ich hätte als Herr geboren werden sollen, nicht als Diener. Glasscherben. Okay, ich verstehe. Glasscherben sind ein ziemlich lautes Ziel. Hier also wieder. Was ist mit dieser Stadt? Ja, ganz vorsichtig. Oh, Treffer! Ja, sehr gut. Man kann den Fluss bis hierher. Mach mal auf, sei lieb. Danke. Da auch. Ich bin so frei und guck mir mal das Dokument nochmal an. Glasscherben. Ich will keine Beschwerden mehr über Glasscherben auf dem Boden einiger Bereiche hören. Stiefelleder ist teuer, also geht außen herum oder macht sauber. Eure Karriere in der barönischen Wache? Gibt's eine barönische Wache? Wird verdammt kurz ausfallen, wenn ihr nicht einmal in der Lage seid zu schauen, wo ihr hintretet. Für eure Uniform einschließlich der Stiefel seid ihr selbst verantwortlich und ihr könnt sicher sein, dass ein Dutzend Männer nur darauf wartet, eure Stelle einzunehmen. Hauptmann Ganz bestimmt. Die sind alle so scharf darauf, bei der Wache zu arbeiten. Ich werde krank, das spüre ich. Bestimmt. Nein, nicht festhalten. Ich will das Zeug da haben. Gib mir das. Pausenplätzchen? Ein Volltreffer! So bin ich. Ja, genau. Du bist der Beste. Ach, hier kann ich mich verstecken. Und hier kann ich ans Schloss knacken. Schwermut ist überall. Ich gehe mal davon aus, dass ich ihn nicht umhauen muss. Was haben wir da noch? Pausenplätzchen. Glückwunsch, Burmy. Du hast die Leichen gekriegt. Das ist keine üble Aufgabe, sofern man einen starken Magen hat. Exakt das, was ich euch im letzten Part gesagt habe. Falls du mal eine Pause brauchst, die Jungs und ich haben da ein gutes Plätzchen für einen fertig... über dem Fertigungsbereich. Nur dort wird der Alte dein Schönheitsschläfchen nicht stören. Hier sind die Regeln. Nicht drüber reden, beanspruch es nicht für dich alleine, nicht die Pfeife auf dem Boden ausklopfen, wenn du erwischt wirst, keine Namen. Nicht die Pfeife auf dem Boden ausklopfen? Hä? Ja, okay. Einmal kurz durchlunzen. Das sieht aus... Oh, halt ah, da kommt still! Weiter. Kleinen Moment. Ich muss dem Weg der Leichen folgen. Das heißt, theoretisch müsste ich hier unten weiter.
aber das wird nicht funktionieren, so wie es aussieht. Deshalb werde ich hier durch müssen. Dass sie mal alle ihren heißen Kaffee wollen. Zack. Und ich bin ein besserer Schütze zack. Als der alte Duke. Da bin ich mir sicher, dass du das bist. So, Tür wieder zu. Wir wollen nicht entdeckt werden. Rennt hier außer mir noch irgendeiner rum? Ich weiß es nicht. Oh, ein Wurfobjekt. Habe ich nicht schon eins? Oh, diese Glasscherben schon wieder. Kann ich nicht einfach über die Regale drüber huschen? So, aller... Natürlich kann ich doch, ich bitte euch. Ist überhaupt kein Problem. Okay, dann mache ich aber jetzt besser das Licht aus. Ups. Zack. Sehr schön. Das gefällt mir doch schon viel besser. Da auch nochmal reinlunzen. Ah, bingo. Und Brief mitnehmen. Renovierungsnotiz. Ich gehe davon aus, dass die mir ein bisschen was bringen kann. Bezüglich... Ach, das ist eine Schreibmaschine. Ich dachte, das wäre eine Kasse. Bezüglich dem Aufbau dieses Gebäudes. Eventuell. Ach nee, das ist wieder zum... ja. Was zum Verstecken. Deshalb... Oh, da glitzert noch was da. Hey. Hallo. Ah, ich kann hier sogar hoch. Hey, cool. Heißt das, ich könnte theoretisch auch hier oben weiter? Oder ist das nur, um an das Ding hier ranzukommen? Nee, das war nur, um an das Teleskop ranzukommen. Ansonsten muss ich hierher. Oh, da liegt was. Da liegt was. Ich sehe da was. Und gib mir das. Kleinen Moment, ich würde ganz gerne mal auf die... Wo bin ich hier? Spielfortschritt. Ressourcen. Ach so, ja, weil ich die ganzen Sachen hier gesammelt und so, ne? Werkzeuge, Statistiken, Dokumente. Genau, da war was. Achtung, die Renovierung der Eisenhütte in der Vale Street steht unmittelbar bevor. Die Anlage muss von heute an in 2 Wochen bereit sein, die Toten zur Stadt zu verwerten. Auf altes Material aus früheren Projekten des Baron Northcrest ist zu achten. Jeder Bereich, der nicht auf die Verwertung und Entsorgung von Leichen umgestellt werden kann, muss unverzüglich... Ach, muss als unzugänglich betrachtet werden. Der Diebesfänger-General wird diese Aktion persönlich überwachen. Ich muss wohl niemanden darauf hinweisen, dass Verzögerungen nicht hinnehmbar sind. Interessant. Gut zu wissen. Aber eigentlich wollte ich mir die Karte ansehen, die mir überhaupt nichts bringt. Ist das mein Ziel? Ich bin im Fertigungsbereich. Ach nee, das bin ich. Kleinen Moment. Garrett? Klar, das bin ich, natürlich. Ach, Blödsinn. Wupp, oh. Nein! Was tust du? Entschuldigung, ich bin auf den falschen Knopf gekommen. Ich bin unter einer Treppe. Und kann vermutlich nur einen Weg gehen. Ja, selbst hier drinnen regnet es überall Asche. Hallo, was sehe ich denn da? Vergiss die Schwermut. Wenn ich das Gießer... Stumpferpfeil. Ich gehe davon aus, dass ich den dann gleich einsetzen muss. Okay. Hier war noch... War hier noch irgendwas? Hier komme ich nicht weiter. Das heißt, hier geht's weiter. Okay. Ups. Dass einem der Weg hier sogar schon vorgegeben wird. Wir hatten allein diese Woche mehr als 100 Tote pro Tag.
Tja, die Schwermut spült mehr Scheiße aus der Stadt, als es die Wache je könnte. Und inzwischen erwischt es auch die Reichen. Der General wird mit unserer Reinigungsarbeit sehr zufrieden sein. Reinigungsarbeit. Als ob die Reichen von sowas verschont bleiben würden, mal ganz ehrlich. Da sind wieder jede Menge Glasscherben auf dem Boden. Verletzungen an Augen und Ohren selbst zugefügt. Prellungen im Halsbereich. Augen und Ohren. Haben wir davon nicht vorhin was gehört? Muss ich da hin oder muss ich hier jetzt denen weiterfolgen? Schnitte am Handgelenk. Vermutlich selbst zugefügt. Na klar. Wenn ihr mich fragt, gleicht ein Toter dem anderen. Es ist lästig, aber die Feststellung der Todesursache hilft uns, die Ausbreitung der Krankheit zu beurteilen. Dobbs scheint auf einige von ihnen geschossen zu haben. Da ist der Lichtschalter. Vermerkt ihr das auch, hä? Seid nicht so vorlaut, Wachmann. Das steht euch nicht zu. Geht lieber wieder auf euren Posten. Ja. Passt auf, was ihr sagt. Verstümmelung von Augen, Ohren und so weiter. Einer der Beamten des Barons. Vielleicht hat er ja was bei sich. Ich werde aber das nicht tun, ohne vorher schnell zu speichern. Diese verdammte Stadt. Wen hat er jetzt gemeint? Verdammt. Ausblutungen aus Hals- und Handgelenken. Warum ist das so hell? Das ist bestimmt ein Fehler. Kann ich da hoch? Ich kann nicht da hoch, ohne gesehen zu werden. Ganz ehrlich. Schläft er? Sieht fast so aus, ne? Nein, er schläft nicht. Infizierte Geschwüre. Okay, ich habe gespeichert, richtig? Mondmilch. Die Schwermut ist überall. Okay, hier in der Ecke sehen sie mich anscheinend nicht. Aber die rennen immer zu zweit durch die Gegend, Mann! Verstümmelung von Augen, Ohren und so weiter. Ehrlich? Und so weiter, ne? Der Gestank hier ist widerlich. Ah. Das war also gemeint. Aus dem zweiten Stock geworfen, würde ich sagen. Oder ist selbst. Komme ich jetzt hier weiter? Oh, ich komme auch so weiter. normalerweise wollte ich ja ein bisschen mehr erkunden hier, aber ich muss zugeben, das war mir da gerade ein bisschen zu gefährlich. Der pennt. Boah, so viele Scherben. Ganz ehrlich. Das wird dein Chef gar nicht gerne sehen. Zeigt mir eine geschlossene Tür und ich mache sie auf. Dieser Mechanismus ist mir allerdings neu. Jetzt wäre ein Schlüssel gut. Den habe ich. Oder? Ich glaube, ich habe doch den Schlüssel von dem gerade geklaut, oder? Nein. Nicht aufmachen. Erst ausmachen. Und letztes noch. Bingo. Zutritt verboten. Das hört sich spannend an. Unerlaubtes Eindringen jenseits dieses Punktes wird bestraft, ohne Ausnahme. Bei Zweifeln den Offizier der Verwaltung aufsuchen. Auf direkten Befehl des Diebesfängergenerals. Ganz ehrlich, der hat mir sowieso nichts zu sagen. Ich will an die Kiste. Als ob ich da geräuschlos rankäme. Ich kann ihn K.O. schlagen? Ich glaube, bei dem muss ich das Risiko mal eingehen, oder? Du schläfst direkt unter den Toten, mein Freund. Okay, komm her. Holy! Okay, kann ich dich irgendwie wieder auf den Stuhl setzen? Das wäre ganz cool eigentlich. Ansonsten packe ich dich mal hier in die Ecke, damit du mir nicht mehr im Weg bist. Oh, Entschuldigung. So, ausmachen.
Und... Nein, nicht. Ha! Oh, mit Schloss. Sogar mit ziemlich kompliziertem Schloss. Und? Da war was. Ich hatte das. Da. Komm. Da. Und. Da. Jawohl. Also das Schlossknacken ist hier doch relativ einfach, finde ich. Oh. Schlüssel zum Maschinenraum. Das also ist der Schlüssel. In Ordnung. Verstehe. Wow. Das fand ich ja gerade mal sehr cool. Hake dich wieder in das Fließband ein. Okay, ich gehe davon aus, dass ich mich jetzt ein wenig beeilen muss. Oder gibt es hier noch was zum Halt? Nicht ohne hier das mitgenommen zu haben. Oh mein Gott, das ist ja ein Paradies. Stumpfer Pfeil. Wasserpfeil. Sehr schön. Das ist nur zum... Okay. Und gut, weiter. Da. Stehen bleiben. Hoppala. Wow. Ganz ehrlich? Boah. Ich bin gerade ein wenig sprachlos, ganz ehrlich. Oh Gott, das ist wieder so dunkel. Das Kanuli ist ziemlich schwer zu finden. Ich brauche seinen verdammten... Oh, schön der Reihe nach. Nicht drängeln. Die Flammen laufen euch nicht weg. Oh Gott. Egal, ob ihr reich oder arm seid. Wie soll ich das denn machen? Ich finde den nie. Ihr werdet alle brennen. Wow. Was war das? Ich brauche eine Pause. Ja, die könnte ich auch gebrauchen. Regen in die Traufe, was? What the fuck? Oh, mir egal, ob deine Mutter die Schwermut hat, sie wird nicht bei uns wohnen. Aha. Ich kann mir denken, wer das ist. Diebesfänger General Sir. Ich wusste es. Da bist du ja. Verzeihung, Sir. Was hatte die Leiche dabei? Nichts. Nichts? Ich wollte gerade eine andere Leiche holen, als ihr übernommen habt. Weißt du, ich will nicht viel. Oh-oh. Nur Respekt. Was zu trinken? Gold! Scheiße. Und dass meine Leute tun, was ihnen gesagt wird. Wow. Wirf ihn in den Ofen und durchsuche ihn nach Geld. Zu Bolzen verschwenden. Den Tod
Untoten ihre Habseligkeiten und ihre Würde stehlen? Der Diebesfänger-General übertrifft sich wieder mal selbst. Wird Zeit, den Ring zurückzustehlen. Okay. Das ist was, womit ich leben kann. Ernst? Hat der gerade ernsthaft seinen eigenen Mitarbeiter gekillt? Die 3 Tage sind um. Her mit dem Geld. Die Wette ging darum, dass der General jemanden schlägt. Nicht, dass er ihn tötet. Doppelt oder nichts. Hoffentlich trifft es nicht. Der scheint das öfter zu machen, hä? Da blinkt was, da blinkt was, da blinkt was. Der General wollte diesen Ring. Schön. Was war so besonders daran? Ich weiß, was so besonders war. Da bin ich mir das ziemlich sicher. Du fragst nicht so viel, wenn dir deine Zukunft ist. Trotzdem. Ich habe noch nicht viele Leichen mit Ringen gesehen. Hey, meinst du, wir sollten auch nach... Weiß schon. Ich habe irgendwie das Gefühl... Penisring und so suchen? Was zum Henker ist ein Penisring? Das ist ein Ring für... Du weißt schon, dein bestes Stück. Willst du mich verarschen? Nein, nein. Einige Leute haben sowas. Also die Leichen jedenfalls. Wusstest du das nicht? Hilf dir, einen hochzukriegen oder so. Mein Bruder Daniel, er kennt Blüte und die sagt, zur Not tut okay, es ich glaube nicht, dass ich das da hinten... Schweinedarm. Ich fummel hier am Arsch eines Toten rum und du erzählst mir, dass dein Bruder sich einen Knoten in seinen Schwanz macht? In den Schweinedarm, nicht in seinen... Doch nicht mein Bruder. Okay, ich glaube, das ist der falsche Weg. Was meinst du? Ich könnte doch Brahms Frau, die gute Nachricht überbringen. Er hat immer gesagt, sie hasst ihn. Vielleicht braucht sie etwas. Trost. Okay, wie komme ich denn jetzt zum Henker darüber? Kann ich den Ofen irgendwie abschalten? Ihr habt ihr einen verloren. Oh. Die haben aber recht, die sehen wirklich alle gleich aus. Oh Gott, ich habe die ganze Zeit Angst, dass die wieder aufstehen. Ach, tut mir leid, mein Freund. Tut mir wirklich leid. Oh, deine Hand sieht echt ungesund aus. Da vorne. Gib mir das. Kein Lichtschalter oder sowas? Alter? What? Der Ring. Vermutlich hat er ihn nicht vorher sauber gemacht. Ah, du ekeliger. Kommt der jetzt da raus? Vermutlich nicht. Ich speichere hier mal. Ich will das jetzt versuchen. Finde einen anderen Zugang ins Büro. Super! Ihr seid doch gemein! Ich muss hier hoch. Natürlich muss ich hier hoch. Hoi. Und... Okay. Neue Karte. F1. Zack. Da muss ich hin. Das ist ja schon fast zu einfach, ganz ehrlich. In Ordnung. Und zack. Oh, ich sehe kaum was. Okay, nicht daher. Als ob der mich nicht sehen würde. Büro des Aufsehers. Speichern. Ich hätte ganz gerne Lichtschalter. Gib mir das. Gib mir das. Was ist das? Was? Das kann ich nicht lesen. Ist das ein Geldschrank? Sicher noch eine Errungenschaft des Barons. Ich kriege ihn trotzdem auf. Oh Gott! Puzzle?
Wie zum Henker. A, D zum Drehen. W zum Wechseln. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das kann ja dauern. Das stimmt schon mal nicht. Das aber auch nicht. Hä? Ich bin verwirrt. Das... Wartet. So. Das kommt hin, ja. Das aber nicht. Das muss so hin. Und das muss so rum. Dann kommt das mit denen aber nicht hin. Ja, so rum. Hey! Sehr schön. Adelige nutzen jede Gelegenheit, ihr Wappen zu bewundern. Ja. Das ist ja schon fast zu einfach. Ach. Cornelius. Cornelius. So. Oh. Verdammt. Die verdammte Tür! Brecht sie auf, wenn es... Ein Maus! Okay, und jetzt? Dieb! Jetzt muss ich hab den Ring und einen neuen besten Freund. Aber es ist erst vorbei, wenn ich hier raus bin. Ist das überhaupt der richtige Weg? Nein, ist es nicht. Verdammt, jetzt läuft das Ganze auch noch auf Zeit. Das ist doch nicht wahr. Ich hätte beenden sollen, als ich es noch konnte. Nein. Nein. Da. So, komm schon raus hier. Ist überall. Ich könnte schwören, ich habe den General gehört. Wenn er es war, sollten wir besser verschwinden. Ja, verschwindet. Ich gehe rein. Du schuldest mir was, Feigling. Wer war das? Niemand. Ich krieg ne Belohnung, wenn ich dich finde. Hä? Halt! Zack! Zack! Hui! Dam-da-da-dam-da-da-dam-dam-dam! Nein! Ihr kriegt mich nicht! Oh! Voilà! Dab-dab-dab! Ich weiß, ich hab da unten was übersehen. Tja, wie es aussieht, haben sie den Schalter gefunden. Ach, Mann. Hopp. Wuhu. Komm schon. Du, Eindringling in der Fabrik. Aua. Ein Eindringling zu Befehl. Komm, das nehme ich noch mit. Keine schlechte Idee. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Oh, oh na super. Oh, tschüss! Aua. Duck dich! Uff. Das war verdammt knapp. Ich werde euch nicht vermissen. Das war mir wirklich ein bisschen zu knapp. Ja, jetzt am Ende bin ich halt viermal entdeckt worden. Das war irgendwie blöd. Aber ansonsten... Ah, bleibe unentdeckt. Ist gescheitert. Ja, das ist aber doch allein schon dadurch gescheitert, dass der General mich entdeckt hat, oder nicht? Naja, egal. Das Phantomlevel ist diesmal ein bisschen höher. Das gefällt mir ganz gut. Vier geknackte Schlösser, einen Taschendiebstahl, K.O. geschlagen... Verdacht erregt. Jupp. Finde ich doch gar nicht so übel. Du kannst bereits beendete Kapitel und Kundenaufträge erneut spielen. Versuch unterschiedlich. Ja,
Ja, jetzt bin ich doch wieder bei einer halben Stunde gelandet. Schaukästen aktualisiert. Oh, wie bin ich denn jetzt so schnell in meinen Glockenturm zurückgekommen? In dieser Truhe bewahre ich alle meine Vorräte auf. Ich sollte mich vorbereiten, bevor ich gehe. Ich habe Vorräte. Tatsache. Köcherkapazität erweitert. Sehr schön. Erstickungspfeil. Brauche ich die? Ich habe keine Ahnung. Aber das Mohn nehme ich auf jeden Fall mal mit. In Ordnung. Ich werde jetzt aber den Part an der Stelle mal beenden. Weil ich schon wieder viel zu lange zocke. Ich wollte aber das Kapitel jetzt wenigstens noch zu Ende bringen. Und ja, an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Kommentieren und bewerten nicht vergessen. Lasst mir einen Daumen raus da. Abonnieren vor allem nicht vergessen, Freunde. Unten in die Infobox gucken, in die Videobeschreibung. Wichtige Links. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.